Wir gehen dann rein in den ersten Kampf von Timo gegen Ele, Spieltag 11, GPL Season 9, Doubles Division. Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen GPL-Spieltag auf diesem Kanal. Wer weiß denn sowas, ist das nicht eine Sendung im ersten Jahr? Sehr, sehr gut möglich. Spoiler bezüglich letzter Woche. Wir haben letzte Woche es geschafft, 3-0 gegen Mindtube zu gewinnen. War eine respektable Leistung. Wir sehen hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Bären. Wir haben, ich habe das Teambuilding nicht gesehen, Citrobären, Viscogon, Offensivwesten, Galalamus mal wieder, Anti-Geistbären, Katapuldra, Anti-Elektrobäre, Boreos T, Fokusgurt, Vishu und Prunusbäre, Rabijader. Da bin ich mir nicht ganz sicher, für was die ist. Maybe irgendwas in Richtung Angeberei. Könnte das möglich sein? Kann der Angeberei auf den einsetzen? Dann triggert die Prunusbäre. Babab, Verwirrung ist weg. Der ist plus 2 Attack, kann Erdbeben drücken. Weil Erdbeben gut gegen das gegnerische Team aussieht. In der Theorie. Das wäre jetzt so das, was mir zuallererst einfallen würde, wenn ich hier so die Items sehe. Aber wir gucken mal rein, was denn so Ele mitbringt dagegen. Ah, gegen Ele geht's ja. Also grundsätzlich sieht Rabigator sehr strong aus, abseits von Mosquito. Aber da wäre halt Boreos T wieder sehr, sehr gut als Partner daneben. Deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Strat sein könnte. Wir sehen auf jeden Fall Kapuriki, wir sehen auf jeden Fall Smogmog, der Fähigkeiten wegmachen könnte oder schweben könnte. Je nachdem, wird der ein Check für Rabigator sein oder nicht. Dann haben wir Latias mit dabei, Voltenso ist mit am Start. Ich glaube, zum ersten Mal. Den würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Durengard und Mosquito. Du blickst mit. Ich hätte einfach Shadow Ball, Choice Specs, Dragapult spielen können. Never mind. Hätte ich einfach machen können. Naja. Gibt's keine Swagger Claws? Das könnte sein. Also im Singles macht es natürlich Sinn, dass es da eine Swagger Claws gibt. Also Angeberei verboten ist. Im Doubles ist halt eine valide Strategie so eigentlich, ne? Aber es kann sein, dass es sogar verboten ist, ja. Dazu mag ich mein Team tatsächlich gegen die 6 Monster. Könntest du recht haben. Ich habe halt das Gefühl, ihr müsst überlegen. Prez meinte, wird safe neutral Torso Smogmog spielen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er mit Smogmog und Durengard leadet. Und ich habe auf Hawks und Shuichi tatsächlich gute Moves, um die beiden zu handeln. Okay, die beiden starten und auf jeden Cementos Fall als Duo. Und Mina sollen zusammen. Später, die sind ein paar, die richtig, richtig strong sind. Und die später aufräumen sollen. Und ansonsten Tomura und Ryukyu später auch noch. Ja, Prunusbäre macht Gift weg. Prunusbäre macht jede Statusveränderung weg. Also kann Gift wegmachen. Todesschiss. Aber auch Verwirrung, Verbrennung. Aber ich würde sagen, wir. Neutral Torso sehe ich halt eigentlich nicht so. Nein, wir lieben das Gas meinst du, glaube ich, ne? Moin, Mr. Bloxen. Und Rabigator, ich bin. Diese beiden in der Kombination sind geisteskrank gut, weil die beiden mit den Movesets, die ich habe, immer irgendwas gegen jedes Pokémon sehr effektiv denen entgegenbringen können. Die ergänzen sehr gut ihre Counter und so weiter und so fort mit ihren Moves. Und deswegen, ja. Bin gespannt, was wir gleich auf den Movesets mal sehen werden. Mit den beiden Kollegen. Und falls Angeberei dabei ist, dann muss man nochmal ins Regelwerk gucken, ne? Können wir hier vielleicht nochmal 6-0 ausholen. Ich hab die Kerzerbeere auf. Dings. Kokoldopnis. Okay. Oh. Double Electric ist spooky. Double für Electric ist links, sehr, ja, sehr spooky, für Rabigator aber, nein. Okay, das ist spooky. Das Ding ist nämlich, er könnte für Dazzling Gleam T-Bolt mit Voltenso gehen. Eieieiei, Double Electric ist gar nicht so geil. Hochspannung sehe ich auch noch als Gefahr. Könnte überlegen, rauszuwechseln, aber ist nicht der Play. Aber nicht für Rabigator. Ist nicht der Play. Ich werde wahrscheinlich okay, keine trotzdem Angebei. Einfach für. Wie schnell ist Voltenso? Ist Voltenso schneller als Boreos? Nein. Oh, mit Double Electric. Also, ich meine, ich habe Optionen in der Theorie rauszuwechseln. Das ist einfach, wenn das jetzt einfach Rückenwind Erdbeben ist, ne? Einfach unsere Memo-X-Bart-Kombination abgeguckt. Das heißt, ich gehe für Rückenwind. Und ich gehe mit. Ah, nur Pferdestärke, okay. Pferdestärke. Schade. Auf Coco. Boah, ich sag ja, Coco ja, hat ja wahrscheinlich wieder Schuckebeere und Voltenso hat. Fokus-Gold. Ja, ich habe die Kerzerbeere. Er wechselt okay, Coco der geht tatsächlich raus. Leider raus. Dann hätte ich doch gern lieber okay, auf Mosquito. Oder Switch. Wäre ich doch gern lieber auf Voltenso gegangen. Riskanter Switch. Saban kommt raus, wir sind auf jeden Fall schneller.
Das heißt, es ist kein Scarfed Voltenso. Pferdestärke geht leider gegen... Jetzt hätte ich gern die Pferdestärke auf Voltenso eingesetzt. Hochspannung. Hochspannung. Sollte sehr, sehr, sehr guten Damage machen. Sollten wir, glaube ich, leben. Außer es... Ja, okay. Hätte nicht mal so gekillt. Halt, holy shit. Krass. Hätte mich nicht mal gekillt, auch ohne Kerzer wäre. So. Aber ist auch Split Damage, glaube ich, ne? In den Moskito-Slot. Wir gehen mit Pferdestärke. In den Voltenso-Slot. Psychokinese auf rechts. Ja, das der, ist der muss raus und protecten, ja. Weil links, sage ich, hat ein Fokus-Code. Den Chip-Damage nehme ich auf jeden Fall mit. Das heißt, ich glaube, Boreas wird jetzt einfach sterben. Orkan. Chip ist Chap. Hä, hat er nicht gerade Psychokinese gesagt auf Moskito? Also Orkan macht deutlich mehr Sinn, aber mir war so. Den nimmt man mit. Keine Verwirrung. Der lebt jetzt wegen Fokus-Code. Pferdestärke trifft. Keine Schokoberry. Ist der Sash? Der ist Sash, okay. Mhm. Okay, er ist auf jeden Fall gesashed. Aber ist immer noch in Ordnung. Ich meine, Boreas T stirbt jetzt. Aber im Rücken wird natürlich trotzdem scary, jetzt erstmal zu agieren. So. Durengard muss ich ganz, ganz dringend wegbekommen. Überreste? Durengard muss ich ganz, ganz dringend wegbekommen. Überreste riechen dann sehr nach Königsschild auf jeden Fall. Ich wäre auf diese Voltenso eben gegangen, ne? Aber das weiß man natürlich nie, ne? Kann man natürlich nie wissen. So, ich habe entweder Optionen, den hier rauszugehen. Mhm. Und zu Fake-Outen gegen Voltenso, was relativ freeze. Und ich glaube, das mache ich auch. Ja, aber warum? Ist doch vollkommen wasted, oder nicht? Also er ist ja jetzt gerade eh schneller. Warum will er denn jetzt seinen Mogelhieb wasten und sogar nochmal die Switch-Out-Option offen halten? Weil da kann er jetzt irgendwas reinwechseln und bekommt quasi keinen Schaden. Ist doch jetzt besser, einfach Druck zu machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Mit irgendwas anderem verlangt, der Fake-Out gegen da ist. Voltenso. Und dann hast du den Fake-Out für später nochmal. Ist in Ordnung, falls Moskito reinkommt. Ist okay. Schon sehr gut möglich, dass Moskito reinkommt. Wir gehen trotzdem mit Fake-Out. Und hier muss er für Protzer gehen, glaube ich. Wir gehen obviously mit Knock-Off auf den. Der drückt doch jetzt Königsschild, oder nicht? Ja. Ich denke, dass das trotzdem immer noch hier alles mein Play ist gerade. Würde ich jetzt einfach mal predikten. Predikti. Ja. Wir haben immer noch gut was in the bag. Er geht für Protect mit Voltenso. Das ist in Ordnung. Ich habe sowieso noch mein... Oh, mein Terran könnte ablaufen, ne? Oh, er geht nicht für Königsschild. Königsschild? Nein, tut er nicht. Okay. Das heißt, mein Knockoff kommt durch. Er macht sehr, 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 sehr guten Schaden. Hätte ich jetzt dann falsch predicted. Okay. Wir haben ihm die Überreste runter. Toxic kommt auf Rabigator. Toxic. Ist in Ordnung. Ich denke, er rechnet mit AV, aber ich bin nicht AV. Deswegen ist es okay. Meine Lumberry aktiviert sich actually, tatsächlich. Das heißt, es war tatsächlich schon eine 0 für ihn. Tailwind hält noch, müsste noch eine Runde halten, ne? Müsste, glaube ich, noch, yes, hält noch eine Runde, okay. Das heißt, wir gehen für Nahkampf in den Slot. Und ich würde gerne für Protzer gehen, weil ich denke, dass er für, könnt ihr mir vorstellen, dass er für Königsschild geht. Ist Protzer der Play? Sehe ich schon irgendwo. Nee. Ich glaube also, nach wie vor, ich hätte es aber schon im ersten Turn gemacht, aber im zweiten sehe ich es jetzt auch wieder. Potenziell als Play. Königsschild drückt, dann wäre das in Ordnung. Ich meine, Protzer wäre jetzt auch kein Missplay gewesen, ne? Durch die Brunusbeere wäre ja komplett fein gewesen, wenn er da in Turn 1 für Protzer gegangen wäre. Ja, soll man noch rausziehen später. Der ist immer noch Full Life, der kann später. Aber Königsschild ist halt so obvious. Der macht noch guten Schaden. Ich gehe mit Hochmut auf +1, was actually auch ziemlich nice ist. Ja. Schutzschild kommt. Er wollte für den Double Protect gehen, der kommt nicht durch. Hier kommt King Shield. Das ist in Ordnung. Da kommt der Rage Alert dann auch mal an. Ich weiß nicht, warum der so krassen Delay aktuell hat. Das ist in Ordnung. Weil ich gehe halt trotzdem gleich auf +1. Ich gehe halt trotzdem gleich auf +1. Bei Killen tue ich der Hochmut sowieso. Ich wüsste nicht, wenn er rausgehen will, wenn er ins Wappen rausgeht, okay, dann kriege ich halt Ich sag Coaching wie Schuhe, aber auch nice. Wäre jetzt nice. Das ist in Ordnung. Die Frage ist, geht der raus in... Ich mag wie Schuhe so gerne. Das wäre gar nicht so geil. Moskito wäre hier tatsächlich gar nicht so geil, aber ich wüsste schon, wie ich das spielen wollen würde, wenn jetzt hier Moskito reinkommt. Ja. Da ist Moskito. Gut. Okay. Ich habe schon eine Strategie, wie ich das fahren möchte. Okay. Und zwar... Gehe ich hier für Seitentausch und gehe hier mit Abschlag auf Durengard. Okay, I see. Das ist klar. Also Seitentausch wird er jetzt erstmal nicht mitrechnen. Ich denke, Rabigator ist eher der Threat potenziell.
Ist risky, könnte aber funktionieren. Dann kriegt er einen plus 1 Boost, das ist also wieder plus minus 0. Und dann ab da sollte dann auch Aeroas wieder okay in Schaden machen. Habe ich meinen bester Play, den ich hier gerade machen kann? Ja, vielleicht kann er dann sogar nochmal protzen im next turn. Er weiß, dass ich keine Antikampfbeere habe. Also er hätte auch switchen können, denke ich. Aber mich runter auf den Fokusgurt. Damit rechnet er vielleicht eher. Könnte ich gleich noch einen rechter Hand Aeroas rausbekommen. Einziges Problem, was jetzt passieren könnte, ist, dass Ele sich denkt, okay, Rabigator muss jetzt rausgehen oder protecten. Ich greife also wie Schuh an. Und wenn dann der Seitentausch in diesen Kampfmove kommt, eieiei. Und gehe dann auf plus 1 wegen Durengard. Durengard sollte ich wahrscheinlich relativ safe rausbekommen. Ja. Ja. Das ist immer noch in Ordnung. Mein Plan läuft immer noch gleich ab. Durengard, den wegzubekommen, ist so wichtig. Das wäre legit so wichtig. Wirklich, wirklich wichtig wäre das. Für Katapulte unter anderem. Deswegen könnte der auch nochmal rausgehen. Deswegen entscheiden wir uns dafür. Ich meine, Smogmog beispielsweise hat gerade jetzt nicht so die Probleme. Weil ich halt später dann die Giftattacken spammen kann gegen das Team. Auch gegen Smogmog. Ich habe Acid Spray auf... Acid Spray ist nice. Acid Spray auf... Säurespeier, glaube ich, und droppt die spezielle Verteidigung von beiden gegnerischen Pokémon um 2 Stufen. Sehr, sehr stronger Move. Auf meinem Dings. Icy kommt. Icy geht gegen den, das ist okay. Ja, der Freeze. Natürlich. Nicht geil. Leider gar aber nicht geil. Aber zu erwarten. Kommt. Die Schuhe gefreezed. Let's go. So, Drungard geht down. Ich gehe wieder auf plus 1. Hat das Gefühl, dass noch nicht der schlimmste Freeze diesen Spiel hat. Nicht beunruhigen lassen. Weiter am Plan arbeiten. Freeze ist, glaube ich, das Nervigste, was du haben kannst. Alter, critte den weg und der stirbt einfach und explodiert oder sowas. Oder paralysiere den, verbrenne den. Dann kann der immer noch irgendwie irgendwas machen. Aber hier ist das vielleicht einfach ein Deadslot. Und das ist im Singles schon nervig, weil du dann Setup-Warder sein kannst. Und alles sich wieder hochheilen gegen dich und so weiter und so fort. Aber im Doubles ist es tödlich, weil du mit einem Mon potenziell nur spielst. Oder so wieder reinkommen. Oder switchen muss, was nervig ist. Ich würde super gerne Bichu dafür rausziehen. Aber ich kann jetzt gleich meine beiden... mein Lamus Viscogon Trio reinholen, was cool ist. Das ist tatsächlich wirklich gut. So, die sind nämlich verdammt gut gegen Poco, gegen Latias, gegen Smogmog. Mosquito ist halt noch so das kleine Problem, den würde ich gerne killen. Den würde ich richtig gerne killen irgendwie. Aeroas wird halt nicht killen, ne? Aber Schaden deswegen könnte okay sein. Und hoffe einfach, dass ich auftaue. Boah, das wäre crazy, wenn er das auftaucht. Das wäre so perfekt, weil Rabigator lebt auf jeden Fall alles von Coco. Aber das Teambuilding gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall einer Aeroas safe raus. Und Timo. Und es wäre halt richtig also nice. Also die Strats und so. Rechte Hand wäre halt richtig, richtig nice gewesen, damit ich halt diesen extra Chip-Damage bekomme. Und vorher schon gesehen, dass das Scarf ist. Okay, jetzt kommt der Zauberschein. Okay, nevermind. Dann macht es doch keinen Unterschied. Das ist Scarf, Müsste er ja schon vorher gesehen haben, da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Okay, das heißt, er wird wahrscheinlich gleich auf Viscogon gehen. Das aber ja, muss man vorher schon gesehen haben. Aber erstmal in Ordnung. Ich muss auf jeden Fall Dings wegbekommen. Okay, Timo, nur noch 3 Pokémon. Ich muss auf jeden Fall dieses Mosquito wegbekommen. Danach sind wir eigentlich in einer ganz guten Position. Das Problem ist, dass Viscogon jetzt in Icy moin, setzen muss. Das macht natürlich trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Moin. Aber ist auf jeden Fall noch verkraftbar. Wir gehen mit... Jetzt wird's tricky. Psychokinese auf den. Egal was reinkommt, das ist fein. Säurespeier trifft es beide, ja, ne? Ist es immer Säurespeier. Ne, nur einen. Oh, warte, okay. Säurespeier geht nicht auf beide? Oh mein Gott. Ich dachte, Säurespeier geht auf beide. Oh Dark. Mein Gott, Preston, hast du mir gesagt, Säurespeier geht auf beide? Ich dachte, also ich war mir aber auch sehr unsicher, aber scheinbar nicht. No! No! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bitte lass ihn mit Coco rausgehen. Er kann hier schon echt easy mit Coco rausgehen. Scheiße, oh sabotiert mal wieder. Ja. Wieder dieses, es läuft irgendwas schlecht. Preston hat gesagt, du bist in der Verantwortung, mein Freund, das nachzuprüfen, okay? Gut. Aber wer weiß denn sowas? Gut. Oh mein Gott. Da hat er schnell gedrückt. Das war so wasted. Das war so wasted. Immerhin spielt Preston nicht die Doubles-Liga, ne? Ja, er geht nicht raus. Das ist spielt so Viskosität? Maximal ja. Wasted. Ach du Scheiße. Ja, aber mehrert es ja, überhaupt? Unangenehm. Okay, mit der Zitrobeere wahrscheinlich schon, ja. Uff. Hochspannung targetet auch nur einen Mon, okay. Ja. Leider
schwierig. Ich weiß nicht, wie ihm kommt. Der nächste könnten wir sogar leben. Ich sag's halt, ich denke halt, Psychic hätte den auch so gekillt. Deswegen ist es halt so komplett unnötig gewesen. Sehe ich auch. Aber ja. Ist noch okay. Ich wollte gerade sagen, der könnte ja offensivfeste sein, aber Lamus wahrscheinlich. Lamus ist noch full life, mehr oder weniger. Kann er ja nicht sein, wenn er Scarf ist. Aber seine restlichen Monster sind speziell. Und, ja, Miau, der hat Timo jetzt auch nicht sehr so bösartig als Ausrede genutzt. Und ich habe auch immer noch Katapult an der Back. Present wird ihm das so gesagt könnte. Haben und er wird hier nicht überprüft haben, rein. Also alles legit. Ja, da aber ich kannst du dich dann natürlich nicht mit Muschelwaffe ausreden. Gegen den. Das weiß er aber auch. Und Drachenpuls hat leider gegen den. Scarf haben wir schon gesehen, ich muss Coco wegbekommen also, für Katapultra. Das ist wichtig. Lamus könnte noch strong sein. War offensivfeste. Macht echt wenig Damage. Kommt dann noch Drake oder dazu? Psycho kommt gegen ja. Auch nicht Lamus. Lebt der aber. Immer noch. Lamus ist so ein Biest. Der Lamus ist echt so ein strong. Biest. Hier kommt Dragonpulse. Ja. Killt wahrscheinlich leider nicht. Nee, nee. Aber ist auf jeden Fall jetzt in Killrange für Katapultra. Hat die Citrus Berry, ist egal. Ist egal, ist trotzdem in Killrange. Coco kriegen wir down. Wenn Smogmog jetzt gleich reinkommt. Es ist noch alles drin. Noch mal mit Drachenpuls auf. Also, Dings kann nur ein Claim. Lamus wieder Killer, Alter. Latias kann nur ein Claim. Was nice ist. Und Smogmog müsste, glaube ich, in der Theorie langsamer als ich sein. Er könnte schneller als Lamus sein, aber ich weiß halt nicht, was er mir großartig machen will. Deswegen, lass mich kurz überlegen. Reaktionsgas ist erstmal egal. Dürfte, glaube ich, relativ Wayno sein. Ich überlege nochmal ganz kurz. Also rauswechseln ist ja niemals hier der Play. Regenerator funktioniert, glaube ich, eh nicht wegen Reaktionsgas. Ja. Das heißt, ich gehe mit Psychic auf den und gehe mit Dragonpulse. Geh mit Reaktionsgas verhindert Belebekraft. Ja. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall mein Play. So. Also das er muss eigentlich nur Smogmog rausbekommen. Den Rest dürfte ja Katapultra erledigen. Mit Latias. Er kann also sind die letzten zwei, ne? Ja. Und wenn er Viscogon rausnimmt, kill ich Smogmog, wenn Katapultra gewinnt. Und wenn ich Latias rausnehme, ich denke, dass ich mit Katapultra und Viscogon gegen Smogmog gewinnen werde. Denk auch. Achso. Das ist meine Theorie. Also ich sehe eher halt Schutzschild auf Draco Missy, also dass es drauf ist, auf dem Set, als hier. Deswegen hätte ich auf jeden Fall versucht, den zu fokussen. Halt die Frage, ob er den Down bekommt irgendwie, ne? Das ist meine Theorie. Das ist gerade mein Gedankengang. Das ist einfach so ein Fail. Weil der ist wahrscheinlich langsamer als Smogmog. Ich glaube, Present hat halt gedacht, die darf beide. Ja, das wird so gesagt. Und ich hätte es halt auch einfach nochmal testen sollen. So, Psyshock kommt. Ja. Und Psyshock killt Viscogon. Okay, aber dann kill ich ja Smogmog. Wahrscheinlich. So, killt mich ja nicht. Spukball. Bitte killt lebt nicht, den, bitte, oder? Lamus, bitte, bitte, killt bitte. Nicht. Killed. Oh mein Gott, der killt. Okay, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's sehr, sehr tricky. Jetzt vor allem, tricky, weil der Spukball den Katapult auch noch gut ist. Ich hab die Geistbeere auf Ryukyu, ja. Was nice ist. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen Smogmog gewinnen kann. Ich weiß auch nicht, ob er Will-O-Wisp spielt. Ich glaube nicht, dass er Will-O-Wisp spielt. Ich glaube nicht, dass er Will-O-Wisp spielt. Er hat auf jeden Fall... Phantomkraft, ja. Ja, dann ist es immer Phantomkraft auf Latias. Theoretisch. Latias könnte aber auch Seitentausch spielen, ne? Dann wird's kritisch. Aber ich glaube, darf er jetzt nicht predikten. Gegen Smogmog wird's auch noch scary, aber er hat die Anti-Geist-Bäre. Also Smogmog zu break mit einem physischen Set, das wird jetzt heftig. Wird Dynamax. Okay, wie mache ich das? Jetzt muss ich kurz ein bisschen halten. Dragapult gegen Latias. Ja, er muss halt Latias rausnehmen. Aber Drachenpfeile werden nicht killen. Und er kann immer noch protecten. Stehen die im Doubles? Die stehen halt 110%, aber das stimmt ja nicht. Ja, dann rechne doch durch zwei, du Troll. Die Hälfte oder wo, wie kann ich das hier berechnen? Ich verstehe nicht, wie ich das jetzt hier berechnen soll. Ja. Ich habe Doubles eingegeben. Ja, na dann wird es die Hälfte sein. Also es ist ja ein ganz normaler Single-Target-Hit, der nur auf zwei Moves geht. Würde ich zumindest jetzt glauben. Sollte die Hälfte sein. Also wäre es ziemlich rolly. Aber der zeigt mir genau den gleichen. Aber ich sag, der protected eh wahrscheinlich. Dann sind es 55-67%. Muss ich hier auf Drachenpfeile gehen in der Tiefe? Nein, ist es Protect? Schon. Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich, glaube ich, nicht drücken. Wenn der Protect geht, könnte er nochmal reinscheißen. Dass es Latias killt, weil ich den Chip Damage gegen Smogmog brauche. Boah. Ich glaube, das killt nicht. Ich mach das jetzt. Drachenpfeile kommt. Hm. Das
Zack, bitte kill. Es killt, okay, wichtig. Wichtig. Jetzt kommen die Drachenpfeile gegen Smogmog. Das ist sehr wichtig, dass er die rausbekommt. Aber ein bisschen Shadow Boy kommt, Anti-Geißbeere, wie viel Damage macht er mir? Die Sache ist, ich glaube, der nächste Shadow Boy killt halt aber leider. Na, ich glaube fast nicht, oder? Ja, wobei der hat gut Schaden gegen Lamas gemacht. Okay, nee. Er meint, wird kein Spider Frog. 71. Ist gerade mal so ein Two-Hit ab jetzt. Er ist auf jeden Fall. Boah! Dings. Jetzt muss ich halten. Also normalerweise wäre es ja jetzt Phantomkraft wahrscheinlich so, aber wenn der Giftschleim hat, halt nicht, ne? Weil der sich dann recovert in der Zeit. Das heißt, es ist jetzt Drachenpfeile into Drachenpfeile. Als von und Elemoth Spukball into Spukball. Ja, ne? Vier Drachenpfeile gehen, müssen jetzt ausreichen. Muss für Drangarts gehen. Zwei beziehungsweise vier. Und hoffen, dass ich jetzt dieses Match glaube ich nicht gewinne. Reichen, ich weiß, ich oder? Gewinne. Ich muss es auf jeden Fall hoffen. Drangarts macht mehr Schaden als Crit Chance ist auch noch da. Boah. Ich weiß nicht, ob der nächste killt. Ihr Licht, okay, er ist Will-O-Wisp. Okay. Ja, jetzt kann er wahrscheinlich ein bisschen besser gegenstallen. Ich weiß ja nicht, ob er Leitteile hat. Ich weiß nicht, ob er Leitteile hat. Phantomkraft lohnt sich nicht, weil er sich halt wieder mehr hochheilt. Die Dance wäre es auch nicht gewesen. Ich muss weiter Dragon Dart drücken, bis ich hoffentlich gewinne. Jetzt könnte Project kommen. Was anderes kann ich hier nicht machen. Er spielt Project, okay. Ich glaube, jetzt ist es over. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich verloren. Vielleicht wäre es hier nochmal ein Drachentanz gewesen, aber... Damn. Ab dem Zeitpunkt breakt den, glaube ich, nicht mehr. Wo war der Fehler? Wo war der Fehler? Ja, der Freeze war unlucky. Ich weiß nicht, wie sehr der gemaddert hat. Den Kopf in Sand zu setzen. Säurespeier war maybe ein Misplay, aber ich glaube, der hat auch nicht gemaddert. Du sagst, er wird hier für Shadow Ball gehen. Das heißt, ich gehe für Drachenpfeile. Knappes Ding, Mann. Er wird hier nicht für den Double Protect gehen. Hier entscheidet er sich für den Dings. Ich hätte dafür die Dance gehen sollen gerade. Smogwalk, der Matchwinner einfach. Zu gewinnen. Jetzt kommt der Shadow Ball. Und das ist ein Two-Hit-KO, safe. Nicht. Problem ist. Shadow Ball, Smogwalk, Alter, er ist es. Nicht. Und der Shadow Ball killt mich schon. Frage ist, geht er hier für Protect? Niemals. Und macht es safe? Ich gehe jetzt hier für die Dance. Ich muss auf eine Choke hoffen. Selbst Drachentanz killt nicht. Also selbst Double Crit und Drachentanz killt, glaube ich, nicht, aber. Hat er gut gemacht am Ende. Wo war der Fehler? Der Freeze von Bishu hat im Nachhinein nicht gemeldet, weil meine rechte Hand kam nicht durch, aber er war sowieso schneller als ich. Ja. Da hätte er auf jeden Fall aufpassen müssen. Das hätte er mitbekommen können, dass der Scarf ist, ne? Das Mosquito Walschall ist. Und dann dementsprechend maybe dann zumindest auf dem zweiten Ice-Heap reagieren, wenn er sich das erlauben kann. Maybe wäre es das. Dass der Säurespeier nicht connected hat gegen beide. Und halt ein paar Sachen am Anfang nicht predicted. Aber Säurespeier auf beide wäre schon heartbroken sich. Jetzt erst, ja. Das weiß ist wahr. Ja, weiß es nicht. Ich denke, es war trotzdem kein so schlechtes Spiel von Timo. Ich kann es legit nicht sagen. Es war ein geiles Choice Backs. War ein sehr, sehr offensives Match. Ich muss gerade hier nochmal gucken, sowas war nochmal dabei. Ja, dass Boreos halt gedroppt ist, so hätte man verhindern können. Ich glaube, der wäre auch schon nochmal nice gewesen. Gerade gegen Smogmog auch nochmal mit einem Orkan und so weiter. Also, dass der Fokus gut ist, guck mal, es ist ja nur Riki rausgewechselt, so, ne? Ab dem Zeitpunkt kann man sich wahrscheinlich denken, dass der ein bisschen besser geschützt ist gegen Rabigator. Sprich, entweder Schuckebär hat oder Fokus gut, das heißt, der wird überleben, kriegt eine zweite Hochspannung raus. Ich glaube, das war sehr predictable. Vielleicht aber auch erst im Nachhinein oder, ne? Für Timo ein bisschen schwieriger, I don't know. Ja, und wenn der Boreos noch aufhebt und da dann maybe in Viscogon schon reingeht und so, dann wird's maybe interessant. Wobei Viscogon natürlich mit Lamus so ein bisschen draufstehen sollte, aber ich glaube hier und da nochmal einen Switch mehr und ich glaube, er hätte das auf jeden Fall winnen können. So oder so, sehr knappes Match und nicht schlecht gespielt.